Winterzeit ist Eintopfzeit. Etwas Warmes braucht der Mensch. Und wäre es nicht schön, wenn wir heute kochen und gleich für die nächsten 2 Tage das Essen fertig ist? Willkommen in Großmutters Eintopfwelt. Wir machen heute, Achtung, Grünkohl und zwar als Eintopf. Willkommen bei Kalle kocht. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Schaut mal, da ist er, frisch vom Markt, schon gerupft und gewaschen, weil, Carmen, schau mal hier, das ist der Originalzustand, so kann man ihn meistens kaufen, aber dieser Strunk hier, den habe ich versucht, so gut es geht, hier zu entfernen, weil dieser Strunk, der macht gar keinen Spaß, da kann man einfach diese Rippen hier so rausziehen, weil ihr könnt euch vorstellen, das dauert ewig, bis das gar ist. Kann man essen, macht aber keinen Spaß. Also, waschen und zupfen ist die Devise. Weitere Zutaten. Hier haben wir in unserer kleinen Vakuumbox. Ah, kriege ich gar nicht auf, die hat sich so festgesogen. So, da ist sie. Also, so kann man das wunderbar aufbewahren, weil das habe ich gestern schon gekauft. Das hier ist ein gutes Stückchen Schweinebauch mit Schwarte, 2 Kohlwürste und mein Kassler habe ich hier schon mal ausgepackt. Ein schönes Stückchen Kassler Rücken, man kann natürlich auch Nacken nehmen, bringt noch ein bisschen mehr Fett. 2 Zwiebeln und jede Menge Kartoffeln, schon mal vorgewürfelt. Wir brauchen unseren Schmalz. Wir haben immer Schmalz im Haus, weil wir machen da drin auch unsere Enten- und Gänsekeulen. Wird gerade eingeblendet. Weitere Zutaten ist eigentlich, schnell erklärt, ein bisschen Senf, Salz und Pfeffer. So, unser Grünkohl ist, wie gesagt, gerupft und gewaschen, aber die Blätter sind mir noch viel zu groß. Und die jetzt im rohen Zustand zu hacken, das macht auch keinen Spaß und vor allen Dingen keinen Sinn. Wir geben unseren Grünkohl jetzt mal in kochendes Salzwasser und kochen den einmal kurz auf, das heißt, wir blanchieren den und ihr werdet gleich sehen, wie stark das Ganze hier zusammenfällt. Deswegen kann ich hier ruhig meinen Grünkohl alles auf einmal hineingeben. Das war so ein typischer Beutel, wie man ihn halt auf den Wochenmärkten dieser Welt kaufen kann. Deckel drauf, einmal zum Kochen bringen und dann gießen wir das schon wieder ab. So, da wir einen Eintopf kochen, müssen unsere Zwiebeln auch nicht so besonders fein sein. Einfach nur so runterschneiden. Die schmelzen am Ende sowieso und geben uns dem Ganzen einen guten Geschmack. Vom Aussehen werden wir nicht so viel mitbekommen. Und schaut mal hier mein Schneidebrett hier, ne? Ist doch praktisch, oder? Wer sowas Gutes auch mal haben möchte, unter unserem Video ist der Link dafür. Einfach mal reinschauen, gibt's ganz spannende Geschichten. Zwiebeln sind geschnitten und man sieht hier jetzt richtig Krawall in unserem Topf. Den gießen wir jetzt ab, weil der Grünkohl ist blanchiert. Er ist schon richtig doll zusammengefallen. Dieses Vorkochen macht das bitte nicht zu lang, weil wir wollen ihn einmal nur ein bisschen zusammenfallen lassen, damit wir ihn gleich durchhacken können. Was wir aber nicht wollen, ist, dass die ganzen schönen Geschmacksstoffe und Nährstoffe jetzt hier schon auskochen. Den gießen wir jetzt einfach ab. Einfach auf ein Sieb geben und dann lassen wir da sogar mal ein bisschen kaltes Wasser drüber laufen, weil wir wollen ihn ja noch hacken. Da das ein Eintopf ist, nehmen wir auch nur einen Topf. Ja, ist so, daher kommt der Name. Heute sagt man ja One Pot, ne? Aber Oma kannte nur einen Topf. Grünkohl braucht relativ viel Fett und da wir dieses gute Gänse- oder Entenschmalz hier am Start haben, ist das gerade richtig und wir schwitzen da drin jetzt einfach schon mal ganz gemütlich unsere Zwiebeln an und in der Zwischenzeit, schau mal, da ist nicht viel von übrig geblieben. Oh, nee. Können wir den Grünkohl, guck mal, der ist noch nass, können wir den Grünkohl schon ein bisschen durchhacken. Den vorgekochten Grünkohl schneide ich mir einfach so einmal herunter und dann einmal noch gegen den Strich, dann kann ich davon ausgehen, dass die meisten Blätter auf jeden Fall auf meinen Löffel passen, denn das ist schrecklich, wenn das hier so runterhängt. Also ein bisschen kleiner schneiden. Unsere Zwiebeln sind in der Zwischenzeit hier schon so ein bisschen glasig geworden. Und da geben wir den Grünkohl schon mal drauf. Zack. Das Ganze wird jetzt hier kräftig gewürzt, weil wir kochen hier eine Riesenportion.
Das soll wenigstens für 2 Tage halten, für 4 Personen. Deswegen muss da auch ordentlich Gewürz ran. Pfeffer und Salz. Aber das ist ja noch ein bisschen dürftig. Deswegen geben wir unser Fleisch jetzt dazu. Mhm. So, dann buddeln wir hier so ein Loch, damit unser Fleisch auch schön nach unten kommt. Und wir fangen jetzt nur mal mit dem Bauch an, weil der braucht am längsten Kassler und Kohlwürste geht hier rucki zucki. Was jetzt hier komplett fehlt, ist Feuchtigkeit. Deswegen geben wir da jetzt, Achtung, keine Brühe, kein Fond. Wir geben da Wasser dazu, weil der Rest kommt aus dem Eintopf. Und wir geben da so viel Wasser dazu, dass der Kohl und das Fleisch so gerade eben bedeckt sind. Schaut mal, da kann man das so ein bisschen erahnen. Da machen wir jetzt den Deckel drauf und wir kochen das so lange, bis das Fleisch gar ist und sich die Knochen von alleine lösen. Eine Stunde hat unser Schweinebauch jetzt gekocht und wir sehen ganz deutlich, dass die Rippenknochen sich hier so von ganz alleine lösen. Der hat jetzt seinen Geschmack wunderbar als Brühe an den Grünkohl abgegeben. Den nehmen wir jetzt mal ein Stückchen zur Seite. Der darf mal eben verschnaufen, weil unseren Schweinebauch, den wollen wir auch gleich noch würfeln. Weil schließlich kochen wir ja heute einen Eintopf. Wir haben noch das wichtigste Gewürz beim Grünkohlkochen. Einen mittelscharfen Senf, den geben wir da jetzt mit hinein und verrühren den, weil jetzt haben wir ja gerade mal kein Fleisch und nichts weiter in unserer Brühe. Das ist im Prinzip, wenn man so will, eigentlich das normale Grünkohlrezept. Wir verändern das jetzt aber dramatisch, indem wir jetzt unser Kassler Rückenstück, was ich schon mal gewürfelt habe, dort mit hineingebe, weil auch Kassler möchte jetzt gar werden. Das geht natürlich deutlich schneller, wenn es gewürfelt ist. Und unsere gewürfelten Kartoffeln, übrigens mehlig kochende Kartoffeln, die geben wir da jetzt auch mit hinein. Dem Ganzen geben wir jetzt hier mal 20 gemütliche Minuten und dann schauen wir uns das mal wieder an. Sieht wirklich gut aus. Meine Schale kann walisch. Nach 20 Minuten fangen die Kartoffeln an, den Eintopf so ein wenig anzusämen. Man kann das auch erkennen. Es ist nicht mehr klar. Durch die Kartoffelstärke wird das Ganze jetzt auf eine charmante Art und Weise gebunden. Unser Kassler ist auf jeden Fall gar. Die Kartoffeln auch so gut wie. Da können wir schon mal unsere in Scheiben geschnittenen Kohlwürste dazugeben. Die bringen uns jetzt noch ein feines Raucharoma mit hinein. Und was natürlich noch fehlt, ist unser Schweinebauch. Und Carmen, ich möchte es dir noch mal zeigen. Das Gute ist ja, dass der jetzt so ein bisschen ausgekühlt ist. Schaut mal, ich habe nichts gemacht. Ne? Das sind die Knochen. Die kann man hier einfach so rausdrehen. Schaut mal. Also besseren Beweis dafür, dass das gar ist, kann man gar nicht haben. So. Und Carmen steht ja nicht so sehr auf Schwarte. Deswegen, liebe Zuschauer, verzeiht es mir bitte. Alle, die das besonders lecker finden, mögen es bitte dran lassen. Meine Kamerafrau möchte ja auch was essen, oder Carmen? Oh, unbedingt, aber es liegt von dir, dass du das machst. Ja, so, aber der Rest ist ja, guck mal, der Fettanteil ist ja wirklich überschaubar. Das würfeln wir jetzt auch in Stücke, die wunderbar auf einen Löffel passen und geben sie im letzten Moment mit zu unserem Eintopf. Jetzt brauchen wir nur noch darauf warten, dass das Ganze hier wieder alles warm ist, unser Schweinefleisch. Und vielleicht noch so 5 Minuten Kochzeit, damit das Ganze noch ein bisschen sämiger wird. Und dann können unsere Gäste schon mal am Tisch Platz nehmen. So, schaut mal. Und das hat Großmutter ja immer schon gewusst. Alles in einem Topf kann nur schmecken. Und ich verspreche euch, das wird morgen noch besser. Ich kann euch nur sagen, probiert das mal aus. Und der Topf reicht für 2 Tage, versprochen. Wem das gefällt, Däumchen hoch, abonniert den Kanal, kennt ihr alles. Aber schaut auch mal auf unsere Homepage und bei Instagram vorbei. Und Carmen ruft euch noch schnell zu. Ja, Mutti. Ich habe das
erwartet. Und ich hau mir jetzt den Teller rein. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.